Leute, neuer Tag, neues Glück. Wie sieht's aus bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Ich sitze hier im großen Daimler-Benz hier. Guckt euch das an. Hier habe ich das Neueste vom Neuesten. Entertainment, Infotainment, alles dabei. Ich hole jetzt Felgen ab. Das hat ja alles nicht ganz so gut geklappt, ne? Mit den Felgen, das war ja ein Drama, sag ich euch. Erst sind die Felgen nicht angekommen. Mittlerweile kann ich euch schon mal vorwegnehmen, das Geld wieder. Das war schon mal ganz schön, nachdem ich eine Instagram-Story gemacht habe und gesagt habe, hier, bestellt habt bitte nicht. Das ist ein Scam, ne? Das ist ein Error. Dann kam auf einmal das Geld zurück. Das ist ja schon mal ganz schön. Ich habe auch nichts weiter mehr gehört. Das ist mir auch alles echt egal. Hauptsache das Geld ist da. So, was ist denn jetzt los? Dann habe ich die Felgen nochmal bestellt, beziehungsweise hatte ich vorher schon gemacht, in einer anderen Farbe auch, weil ich mich dann doch nochmal umentschieden habe, von schwarz auf silber quasi, ne? Dann habe ich nochmal das Gutachten durchgeblättert, habe gesehen, ey, die 285er, das sind gar nicht die richtigen Räder, 285-30 oder ich hatte 40, glaube ich, bestellt, 40 und es müssen 30er sein. Jetzt habe ich 295-30er nochmal bestellt, so, jetzt gleich muss ich die anderen mitnehmen und wieder zurückschicken, weil das nicht passen wird, ja. Ein bisschen doof, weil Räder zurückschicken ist immer, ja, ich gar keinen Bock drauf, aber egal, das nützt ja nichts, haben ja auch ein bisschen was gekostet. Ja, boah, was soll ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir sind jetzt auf dem Weg. Eieiei, jetzt bin nur einer im Elbtunnel oder so liegen geblieben. Ja, wie dem auch sei, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abonnement. So, abgeholt die Dinger. Hier sind die alten Räder. Ach komm. Die alten Reifen, das muss wieder zurück. Ich habe hier noch die S8-Felgen mitgenommen, die kommen wieder drauf. Und da ganz hinten, seht ihr das? Seht ihr das da ganz hinten? Das sind die neuen Räder für unseren ML-GLE, die werdet ihr gleich sehen. Bauen wir gleich mal drauf und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Aber vorerst, jetzt ein bisschen zeitversetzt, müssen wir diese ganze Kiste noch zusammenbauen. Seht ihr das? Da ist immer noch keine Heckstoßstange dran. Das machen wir jetzt erstmal und dann die Felgen drauf. Also, viel Spaß mit dem Video. Bleibt dran, bleibt dabei, bis gleich und tschüssi. Und zwar sind das die Räder, ne? Man sieht die da schon mal. Natürlich. Das Größte, was geht, das Billigste, was geht an Reifen und an Felge. Aber dafür muss ich sagen, ist das von der Qualität wirklich gut. Auch das Finish habe ich viel schlechter in Erinnerung bei den günstigen 22 Zoll Felgen. Bin ich sehr zufrieden mit. Schwarze Ventile sind jetzt da drauf, weil ich eigentlich erst schwarz bestellt hatte. Bla bla bla. Lange Geschichte, gar keinen Sinn. Hallo. Bevor wir jetzt diese wunderschönen Räder hier verbauen, müssen wir natürlich auch ein bisschen an den Service denken. Ich weiß, die großen Räder hier, die 22er, schützen zumindest vom Motorschaden. Aber das hilft natürlich nicht allein, sondern wir müssen uns auch ein bisschen um den Service kümmern. Und da hilft uns natürlich niemand Geringeres als Autodoc. So, was gibt's denn Feines? Schönes Motorenöl hier. Das brauchen wir auf alle Fälle. Bremsbeläge für vorne und hinten. Eine wunderschöne Ablassschraube. Ein paar Filter. Was ist das hier überhaupt? Luftfilter. Ölfilter, denke ich mal. Natürlich brauchen wir auch die Sensorik, die Warnkontakte für die Bremsbeläge. Und hier haben wir noch einen wunderschönen Filter. Ah, was haben wir denn da? Innenraum. Filter. Ja, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie macht man das Ganze, ne? Wie kommt man da an so wunderschöne Teile ran? Ich sag's euch. Hier haben wir nämlich unsere Autodoc-App, die wir runtergeladen haben. Da habe ich schon mal den ML hinterlegt, W166. Das ist das schicke Fahrzeug hier, was vorne steht. Zum Beispiel die Bremsbeläge, ne? Die sind schon in meinem Suchverlauf. Zack, wenn ihr direkt dann für das passende Fahrzeug von verschiedenen Herstellern, ne? Alles dabei, alles hier, könnt ihr dann hier easy, easy, easy einfach bestellen. Zum Beispiel aber auch natürlich, wenn ich jetzt das Öl eingebe, ne? Öl, was kommt da direkt? Motoröl. Dann sind auch die passenden Motoröle in verschiedenen Größen, von verschiedenen Herstellern und so weiter und so fort. Ich habe hier meine ganzen Fahrzeuge eingepflegt und hinterlegt, dann könnt ihr das ganz easy und einfach bestellen. So, und jetzt kommt das Allergeilste hier an dem Ganzen. Sind wir nämlich hier in unserem Bestellvorgang. 53 Euro soll das Ganze kosten. Jetzt kommt der Oberhammer, Leute, ja. Gibt einfach mal hier bei Gutschein Oberg ein. Zack, sind es nur noch 51 Euro und haben 2,33 Euro gespart. Also, was will man mehr? Vielen Dank an Autodoc für die Unterstützung bei diesem geilen Projekt. Der Link zum Ganzen findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter hier mit unseren Felgen. Tschüss. 295er, 30, 22er. Das, was laut Gutachten erlaubt ist, ne? Mit TÜV das Ganze wunderbar. Die habe ich noch nicht gefunden, die Kappen. Die kann man natürlich nochmal austauschen. Ist so ein bisschen dem Original AMG-Design nachempfunden, ne? Für die kleine Mark. Für den schmalen Taler. Ja, ich finde sie gut. Und wir haben auch schon zwei drauf. Schon ein ganz anderer Schnack als mit den, wie groß waren sie? 16 Zoll? Von, ich glaube, das ist auch von dem allerersten ML sind die Räder. Die gehören da absolut nicht drauf. Der ist auch, glaube ich, jetzt schon auf der tiefsten Position, ne? Ich glaube nicht, weil er war auch... Er war tatsächlich vorne einen Tick tiefer. Weil er setzt sich im Stand immer noch mal ein bisschen ab, so ein paar Zentimeter. Deshalb bin ich mir auch gerade nicht so ganz sicher. Er sieht auch jetzt gerade aus, wenn er hinten tiefer ist als genau, vorne. Genau, das meine ich nämlich, ja. Aber die Optik ist auf jeden Fall krass. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt einmal die andere Seite noch mal dran. Und dann können wir das Ding hier noch mal irgendwo positionieren, dass ihr da noch mal einen ganz kranken Carporn. Da schneidet Daniel noch mal noch was zusammen. Der scratcht da noch mal was für euch. Ey, die sind so bombenfest, ne? Da hat's wieder mal jemand richtig gut gemeint. Händler gemacht.
hasse alle Mechaniker, die nicht wissen, wie man Räder anzieht. An alle Jungs, die lieber Benzer statt U-Bahn fahren. 102. Wenn man noch Winterfelgen braucht. YouTube Fast Price 800, dasselbe 500 und ja, ein guter Deal, glaube ich, ne? Ein guter fairer Preis. Mhm. 12.04. kommt Album. Jetzt kennt uns jedes Autohaus, der MSD wird ausgebaut. Danke, Sound, so wieder aufgebaut. Die Felgen sind dran und jetzt gibt's einen richtig saftig, knaftigen Schmacko-Fatzko Carporn. Wie fühlt man sich als GLE 63-Besitzer? Wie fühlt man sich da? Heftig. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich jetzt wie ein Celebrity fühlen. Ja, so fühle ich mich. Ja, ne? Richtig, auf einem ganz anderen Planeten. Ja. Ja, krasser Carporn, ne? Wie fandst du den? Der war krass, ne? Ja. Der Carporn. Überkrass. Ich glaube, wenn wir von hier gucken, was hast du eben nochmal gesagt? Du hast eben irgendwas, hast du von dir eben so einen Senf. Du willst Warum? Nur, dass die Leute mich hassen dafür. Warum? Weil ich finde, da gehören Spruchplatten drauf. Ja, das werden bestimmt ganz viele so meinen. Und das denke ich ja selber auch. Komm mal hierher und guck mal, wie das Rad quasi oben verschwindet. Ja, das da gehört ein bisschen Saftigkeit noch dazu. Da hat jetzt unsere Spurverbreiterung hier, unsere Verbreiterung, die hat jetzt da nicht unbedingt geholfen, ne? Dass es besser aussieht. Nee, tatsächlich ist es kontraproduktiv in diesem Fall. Also ich denke mal so 20, vielleicht sogar 25. H&R, wie sieht's aus? Habt ihr noch was liegen? Habt ihr noch was da? Sollten vielleicht noch mal 4 Platten rauf, ne? Aber das ist ja schnell gemerkt. Aber es gibt noch so viel andere Kacke, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Es kommt ganz zum Schluss, das muss ja auch erstmal alles fahren. Genau. Ich weiß nicht, ob man in dem Carporn hat man es ja nicht gehört. Aber wenn das Auto sich bewegt. Wenn ich dann bei 40.000 angelangt bin, ne? Investitionen, dann mache ich Stopp. Dann reicht's mir. Da kommt auch noch ein Kostenvideo, ne? Willst du das wirklich machen? Ja, logisch. Wollen die Leute wissen? Ich glaube, da wirst du ganz gut. Ich weiß es Gott sei Dank selber noch nicht. Also ich weiß es so grob natürlich, aber ganz genau weiß ich es nicht. Es wird nicht so schlimm sein. Na gut. Die Leute können ja mal schätzen für dich, wo du jetzt gelandet bist. Das wäre doch mal interessant. Ja, schreib's doch gerne mal in die Kommentare, wo wir uns gerade so befinden und in den nächsten Videos kommt dann das Ergebnis. Ja. Auch vielen Dank muss man auch einfach mal sagen, dass wir sowas machen können, ne? Weil daran seid ihr nicht ganz unschuldig, weil ohne Videos und ohne Zuschauer könnte ich jetzt nicht hier so ein ML auf GLE mal eben umbauen. Genau wegen den Kosten auch, das ist natürlich auch ein großer Teil. Das sieht doch schon ziemlich geil aus, das ist so ein heftiger Daily, wenn man jetzt hier und da vielleicht noch, ich glaube auch der Stern wird auch noch einiges rausholen da vorne. Sieht noch ein bisschen nach Unfall aus. Na gut, Leute, guckt bei Saber vorbei, ne? Der hat auch einen YouTube-Kanal, da freut er sich bestimmt, der baut da gerade so ein C63 W204 um. Auch ein heißes, spannendes Projekt und ich würde sagen, bis dahin, guckt in die Videobeschreibung, Autodog, vielen Dank, Tschüssikowski und bis dahin, ciao!